Ja, ich begrüße ganz herzlich Mario Brinker und Christian Fromm. Hier ein ganz kleines Video-Interview zum Volleyball-Trainer-MOOC. Und wir haben uns hier ganz spontan mal getroffen, um so ein paar Sachen durchzusprechen von den Inhalten, die wir in dem MOOC haben. Und wollen einfach mal gucken, ob das, was wir da präsentieren, was da an Wissen letztendlich drinsteckt, ob das überhaupt noch eine Relevanz hat für die höheren Leistungsbereiche. Hier haben wir es zu tun mit Nationalspielern und da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, was dabei rauskommt. Ihr habt ja beide schon mal eben durchgeguckt, so die Vorstellungsrunde von den Teilnehmern, die sich da im Forum vorgestellt hatte. Da ist von allem was dabei, oder? Ja, ich glaube, das geht von ganz unten los und doch aber auch schon einige, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, bin Ja, gespannt. wir haben auch ein, zwei dabei gehabt, die explizit geschrieben haben in ihrer Erwartung an den Kurs, wir möchten gerne wissen, wie das auf Bundesliga-Niveau geht. Ja, also ein Kurs, der beschrieben ist mit Grundlagen des Techniktrainings und die Erwartungshaltung ist, sie wollen das gerne auf Bundesliga-Niveau haben. Ja, und da habe ich gedacht, warum Bundesliga, wenn man Nationalmannschaft gehen kann? Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier letztendlich sitzen und uns da mal also so ein bisschen drüber unterhalten. Das erste Kapitel, was wir hier haben, ist Ergänzungstraining, ne? Und da sind so typische kleine Spielformen drin, koordinative Sachen drin. Ganz viel macht man das natürlich mit bestehenden Mannschaften irgendwo beim Aufwärmen. Und das wäre jetzt so mal so die erste Frage. Wie sieht das Aufwärmen aus? Also wenn ihr in der Nationalmannschaft oder in euren Vereinsmannschaften Aufwärmen macht, wer bestimmt, wie das geht, das Aufwärmen? Es gibt verschiedene Phasen eigentlich. Wenn wir ein bisschen unter Zeitdruck sind, dann gibt uns der Trainer vielleicht 10, 12 Minuten für uns selber, dass wir einfach so schnell wie möglich an den Ball kommen. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, dann ist oft eigentlich ein Athletikcoach dabei oder es ist vielleicht ein qualifizierter zweiter Trainer. In der Nationalmannschaft ist es oft der Athletikcoach, der normal morgens das Krafttraining begleitet, der dann eben auch vielleicht schon weiß, was wir morgens gemacht haben, welche Muskelgruppen wir angesprochen haben, um dann in der Erwärmung am Nachmittagstraining einfach nochmal daran irgendeine Umsetzungsform zu finden, um Schnelligkeit noch zu machen. Ja. Ist das bei Männern anders? Ja, im Moment in der Nationalmannschaft bestimmt der Bundestrainer doch, wie viel Zeit wir fürs Aufwärmen kriegen und auch was wir machen. Normalerweise ist dafür Übungen, die jeder selbst braucht, so 4, 5 Minuten eigentlich nur eingeplant. Ansonsten schon direkt zum Aufwärmen, Spielchen am Ball, um sich an die Halle zu gewöhnen oder. Ja. Also das heißt, Aufwärmen, dann Spielchen am Ball heißt wirklich möglichst volleyballnah schon irgendwas zu machen. Schon Elemente da Ja. reinzunehmen. Und ansonsten, wer mehr schon für seinen Körper braucht, weil er vielleicht älter ist oder Problemzonen hat, der muss einfach ein bisschen früher in die Halle kommen und dann sich da schon eher warm machen. Es ist ein guter Tipp, oder? Für alle Mannschaften, die wir so haben, ne? Die Leute, die da immer Probleme haben, die müssen einfach früher in die Halle kommen. Ja, aber sonst verliert man die Zeit, die man eigentlich dann nur in der Halle hat, am Ball und Ja. dann Genau, wird man am Ball nicht besser. wie lang ist so eine Trainingseinheit bei euch? Ja, kommt auch darauf an, welche Wettkampfphase das gerade ist. Wenn wir in der Vorbereitung sind, dann sind das eher lange Trainingseinheiten bei 3 bis 3,5 Stunden. Wenn man dann natürlich, je näher man an den Wettkampf kommt, ist man davon abhängig. Wenn wir schon am Wettkampfort sind, hat man manchmal nur 1,5 Stunden die Halle. Dann ist es eben so, dass wir schon 1/2 Stunde eher da sind, das Erwärmen im Flur machen, um einfach die Halle 1,5 Stunden zu benutzen. Ja, es kommt eigentlich ganz darauf an, in Ja, welcher Phase man also gerade das ist. ist eine wichtige Geschichte, ne? Also eine Nationalmannschaft muss sich im Flur warm machen, ja, damit sie genug Zeit hat auf einem professionellen Feld. Ja, Dann. aber im Hintergrund ist alles nicht unbedingt immer alles professionell, oder? Nee, also das ist halt, also kommt drauf an, wenn halt da schon 6 Mannschaften sind bei einer EM meinetwegen, die an diesem Tag diese Halle haben, 1,5 Stunden, dann wollen die Trainer halt auch diese Stunde oder 1,5 Stunden komplett nutzen. Manchmal gibt es die Möglichkeit, auf Aufwärmcourt sich dann zu erwärmen, aber nicht jede Halle gibt das her. Und Ja. dann. Guckt man mal hinterm Vorhang, so wenn eine andere Nation irgendwo ist und Training macht oder Aufwärmen macht oder irgendwas macht? Teilweise ja, allerdings gibt es auch manchmal Regeln, die das besagen, dass man das nicht darf. Und dann gibt es auch Trainer, die da explizit darauf hinweisen, dass alle anderen Mannschaften und Trainer halt nicht gucken dürfen. Und ja, da sind schon manche Trainer aneinander geraten, weil einige kommen dann einfach rein in die Halle geplatzt und stören dann schon teilweise das Training. Und das will man natürlich nicht. Man will, wenn man schon nur 1 Stunde oder 1,5 hat, das voll ausnutzen und dann auch sich nicht in die Karten gucken lassen. Ja, die heimen Sachen hat man wahrscheinlich schon zu Hause trainiert und nicht unbedingt mehr
direkt am Wettkampfort. Ne? Und das wahrscheinlich eine Erinnerung muss man immer noch haben als Spieler. Ich sehe das jetzt aus Trainersicht, ne? Das sind Spieler. Die sehen das wahrscheinlich wieder anders.